4, eine Rezension gebe ich dir. Hier sind meine Notizen. Scheiß drauf. So, Nightmare on Elm Street 2. Meine Rache. Schauen wir uns mal die Rezension dazu an. Hallo, hier ist der Marc von Marcos Welt und wir beschäftigen uns jetzt mit dem zweiten Teil der Nightmare on Elm Street Reihe mit Freddys Rache. In Deutsch nur Nightmare 2, nicht Nightmare on Elm Street 2. Das ist aber mittlerweile mit der DVD-Box, die schon vor vielen Jahren rauskam, irgendwie erledigt. Und jetzt heißt er da auch wieder Nightmare on Elm Street 2, Freddys Rache. Er hieß damals nämlich einfach wirklich nur Nightmare 2, die Rache. Im Original Nightmare on Elm Street 2, Freddy's Revenge. 1985 gedreht. Wes Craven hat hier abgelehnt, Regie zu führen, denn er wollte eigentlich eine schöne Geschichte erzählen und so wie John Carpenter bei Halloween, ja, die war schon erzählt. Mit dem ersten Film sollte keine Reihe werden. Und so hat man Jack Shoulder genommen, nur mit O, nicht mit OU geschrieben, also nicht Schulter in Englisch, sondern wirklich Shoulder. Und der führte dann die mögliche Aufgabe fort, Freddy zurückzubringen. Denn möglich, sage ich halt, weil unmöglich ist bei Slasher-Filmen einfach gar nichts. Und aus dem Grund kommen wir erstmal zur Handlung und danach zu meiner Einordnung. Und Leute, ehrlich, ich habe versucht, das auswendig zu lernen. Ich habe mir 2 A4-Seiten vollgeschrieben, über die rede ich jetzt mit euch. Vielleicht gucke ich sogar nachher mal runter, weil mir nicht alles einfällt, was ich hier so mir gedacht habe. Ich habe ihn mir jetzt einmal in Englisch und einmal in Deutsch dafür angesehen. Und meine Meinung hat sich im Laufe der Jahre tatsächlich ein wenig geändert. Vor allem, seitdem ich auch ein paar andere Rezensionen über den Film sah und darüber noch etwas neu nachdachte. Worum geht's aber jetzt? Also, wir lernen erstmal Jesse kennen. Der fährt am Anfang Bus und der Bus ist mit einem in der letzten Reihe gespickten, übergewichtigen Rothaarigen, also im Prinzip genau die Zielgruppe für Hohn und Spott in gerade allen 80er-Slasher-Teenie-Filmen und auch bis in die 90er-Reihen, weil dick und rothaarig und so, ihr wisst ja. Und der sitzt ganz, das muss ein Traum sein. Das geht gar nicht anders, muss ein Traum sein. Also, der übergewichtige, rothaarige Junge sitzt hinten krass mit einem Ghetto-Blaster. Also für diejenigen, die irgendwie jetzt 20 Jahre jünger sind als ich, der sitzt mit einem Handy da und hat das halt irgendwie auf volle Lautstärke gedreht. Also Jahre, 80er Jahre Handy, Jahre Handy. Ah. Hallo, hier ist der Marc von Marcos Welt. Ja, widmen wir uns doch mal jetzt dem Nightmare on Elm Street Film, für den ich mir wirklich richtig ausführlich 2 Seiten Notizen machen musste. Ich habe ihn jetzt 2-mal gesehen und wir haben einiges, über das wir sprechen müssen. Worum geht's? 1985, ganze 82 Minuten lang? Ja, 82. Überlegt mal, das ist doch heute im Zeitalter der 3-4-Stunden-Filme ist das ja ein Witz. Das gilt ja schon fast als Kurzfilm. Naja gut, also der tatsächliche Spielfilm, 82 Minuten lang von 1985, der zweite in der Reihe, Originaltitel Nightmare on Elm Street 2, Freddy's Revenge, in Deutsch nur Nightmare 2, die Rache. Okay, danke fürs Gespräch. Mittlerweile geändert. Damals FSK 18 und natürlich auch erbärmlich geschnitten. Mittlerweile FSK 16, wie ich jetzt lesen musste, in der 82-Minuten-Fassung in Deutschland. Ich bin entsetzt, aber gut. Wes Craven hat hier übrigens abgelehnt, Regie zu führen. Einfacher Grund, ähnlich wie John Carpenter nach Halloween, er hatte seine Geschichte erzählt. Er dachte, dass das alles fertig ist. Und so lehnte er natürlich ab, um sich auch anderen Projekten, die er interessanter fand, zuzuwenden. Ja, und so hat einfach hier Jack Shoulder, nur mit O, nicht mit OU, keine Schulter, sondern wirklich nur Shoulder, Regie geführt. Und die mögliche Aufgabe, ich habe absichtlich nicht unmöglich gesagt, denn hey, in solchen Slasher-Filmen ist ja nichts unmöglich, was den Killer wieder zurückkehren lässt. Das kennen wir ja aus verschiedenen anderen Reihen auch schon. Ja, ausgeführt. Jetzt lernen wir Jesse kennen. Anfang, amerikanischer Schulbus, der fährt so durch die Gegend. Übrigens sehr interessant, schaut mal bitte hinter Jesse auf die letzte Reihe. Da sitzt nämlich so ein dicker, rothaariger Junge mit einem Ghetto-Blaster. Für die, die 20 Jahre jünger sind als ich, heute wird man da einfach mit einem Smartphone sitzen und das voll aufdrehen. Kennt man ja, ne? Und ich finde das insofern, das muss ein Traum sein. Bemerkenswert, weil übergewichtig und rothaarig, das ist ja so die Spott- und Hohn-Zielgruppe der Teenager in den US-Filmen der, sag ich mal, 70er, 80er, 90er und Anfangs 2000er gewesen.
Warum wird auf dem nicht rumgehackt? Was ist da los? Der wird nur darauf aufmerksam gemacht, mach doch mal leiser und dann ist wieder gut. Naja, muss ein Traum sein. Jetzt fährt dieser Bus immer schneller. Übrigens, witzig, achtet drauf, Robert Englund ist der Busfahrer. Ja, da hat er mal ohne 6 Stunden Maske da sitzen dürfen, dazu später mehr. Und das Ding fährt dann plötzlich in die Prärie. Es wird absurd und das ist genau wie eine Traumsequenz auch sein sollte. Wir bekommen also gleich zum Anfang des Films Freddy geliefert. Und das ist ja auch mal ganz interessant. Also Freddy hat hier nur einen Kurzauftritt. Zum einen eben als Robert Englund Busfahrer, zum anderen kommt er dann mal in seinem vollen Kostüm einmal zu sehen nachher in dieser Szene und dann wacht schweißgebadet, oberkörperfrei, völlig durchnässt unser neuer Hauptcharakter auf, nämlich Jesse. Ja, und der ist jetzt auch gleich etabliert als Schreikönig. Was Jamie Lee Curtis und viele andere Frauen in Slasher-Filmen weiblicherseits waren, ist jetzt hier Mark Patton, der übrigens auch tatsächlich schwul war. Der lebt ja noch, also der ist noch schwul, glaube ich, der lebt ja noch. Ne? Und das ist insofern mal ein ganz irgendwie interessanter Betrachtungsweise, wenn wir uns das nachher auf 2, 3 verschiedenen Ebenen anschauen. Jetzt soll es einfach nur eine Feststellung sein. Schweißgebadeter Jesse wacht auf, Eltern kommen rein, alles gut, ja, alle wunderbar. So, Handlung wird jetzt mal schnell erzählt, damit wir gleich auf die ganzen Meta-Ebenen gehen können, die es gibt. Es sind 3, wenn ich mich jetzt hier meine Notizen richtig irgendwie entsinne. Und da geht es dann darum, er ist mit seiner Familie eingezogen in das Haus, wo Nancy früher gelebt hat. Das erfährt er dann auch von seinem einzigen und somit auch besten Freund Ron Grady. Im Film natürlich nur mit Nachnamen angesprochen, kennt man ja. Man spricht sich ja nur mit Du und Nachnamen an. Habe ich früher in der Hauptschule auch gemacht. Ja, also jedenfalls, Grady ist sein bester Freund, der ihn dann informiert. Übrigens, da ist mal eine durchgedreht und da hat die Mutter umgebracht und gegen die durchgedreht. Das hat dann auch irgendwie gesehen, wie ihr Freund sich im Haus gegenüber umgebracht hat. Deswegen auch die Gitter an Fenster und so weiter. Jo. Dann passieren da immer wieder so komische Sachen. Jesse kriegt immer wieder irgendwelche komischen Träume. Das Haus übrigens wirkt hier tatsächlich so wie auch im ersten Film mit leichten Umbauten, so als ob man dem abnehmen könnte. Ja, da zieht jetzt jemand Neues ein. Es stand übrigens 5 Jahre leer, erfahren wir hier noch im Film. Und jeden Tag zur Schule fährt der liebe Jesse eine gewisse Lisa, die dann auch an ihm interessiert ist und er wohl irgendwie auch an ihr. Das ist aber irgendwie nicht so richtig und dann doch. Und Freddy unterbricht es hier immer, jäh, yeah, denn Freddy möchte in die Realität zurückkommen. In die Realität? Moment, ist das nicht ein Traumkiller? Kann das sein, dass hier der Film irgendwie nicht so richtig verstanden hat, was der Vorgänger etabliert? Also, das ist jetzt kein Kommentar meinerseits, den ich jetzt hier vorgreife von meiner Einordnung. Nein, das ist wirklich so verwirrend für mich, wenn ich es einfach sehe, dass ich es nicht auslassen kann, das jetzt schon zu erwähnen, während wir uns über den Handlungsstrang des Films unterhalten. Und Freddy jedenfalls nutzt jetzt Jesse, indem er ihm zeigt, wo der Handschuh ist. Der liegt nämlich im Keller, unten im Ofen, da ist er eingewickelt, so wie wir es auch im ersten Film erlebt haben. Jesse hat immer wieder Traumsequenzen. Es gibt dann halt auch in der Schule den Trainer, kennt man ja diese Highschool-Coaches und Trainer Schneider. Ja, der ist auch übrigens, wie Grady uns erzählt, bekannt dafür, also er ist scheinbar irgendwie homosexuell und treibt sich abends dann auch immer in den schwulen Club der Stadt rum oder in den schwulen Clubs. Er sagt Clubs, scheint aber nur einen zu geben, denn nach einigen Albträumen, wo Jesse immer wieder von Freddy heimgesucht wird und komische Erlebnisse hat, es gibt dann auch mal eine Realsequenz, wo ein Vogel irgendwie durch die Gegend fliegt, der Familie, die haben übrigens 2, aber es fliegt nur einer rum, sehr interessant, achtet mal drauf, der explodiert dann auch. Hier wird es ein bisschen wirr, der Vater unterstellt nämlich sofort irgendwie dem Sohn, dass er das inszeniert habe, weil ist so. Übrigens haben wir das übliche Eltern-gegen-Kind-Drama. Das kann man auf verschiedenen Arten interpretieren. Die Eltern sind hier vielleicht weniger arschig dargestellt. Also jedenfalls, was die Mutter angeht, sehr liebevoll. Aber den Vater, ja, der schwankt zwischen Indifferenz und gegen seinen Sohn sein und ihn unterdrücken, als wäre er ein 10-Jähriger. Was wahrscheinlich aber auch nur eine Sichtweise ist. So, aber das einfach nur an der Stelle, nachher dazu mehr. Dann kommt jetzt also Jesse mit seinem Albträumen irgendwie frequentiert, irgendwie heimgesucht dazu, dass er halt mal wach, nicht schlafend, wach
in den Schwulenclub geht. Da trifft er natürlich, weil er das ja auch scheinbar weiß, den Trainer Schneider. Der rennt da auch mit seinem homoerotischen Ensemble rum. Sprich, er hat da irgendwie so ein nettes, neckisches Demolition-Westchen an. Ich rede hier von der Wrestling-Gruppe, die ihr vielleicht noch kennt. Axe, Smash und Crush, WWF. 80er, 90er frühe? Nee? Naja, war so ein Fetischgeschirr. Sagen wir es einfach so. Ähnlich wie der große Humongus in Mad Max 2, der Vollstrecker. Ja, und damit geht er jetzt dann halt irgendwie, was macht man halt so, wenn man halt irgendwie einen Schüler erwischt, der sich abends in einem schwulen Club ein Bier bestellen will, weil er 17 ist. Man nimmt ihn mit in die Schule, ganz wichtig, in die Turnhalle. Und da muss er jetzt natürlich in seinen Durchnästen, weil hat natürlich stark geregnet, offenes Hemd, ganz wichtig, irgendwie blanke Brust, blanker Bauch. Ja, und da soll der jetzt extra Runden laufen, während der Coach sich Sachen widmet, nämlich Geräte ordnen oder so. Im ja, Schuppen, also in diesem Verschlag, wo diese Geräte alle drinstehen, in der Turnhalle. Wenn euch das jetzt verstörend vorkommt, ist es auch. Wir reden hier nicht über einen Traum, ja? Jesse, der jetzt natürlich irgendwie nicht nur nass ist, immer noch vom durch die Gegend laufen und jetzt nachschwitzen, sondern noch vom Regen, von irgendwie durch den Regen gelaufen in Schulen war, der kommt jetzt knochentrocken mit auch trockenem Haar unter die Dusche. Ja, Kontinuitätsfehler. Ich hab's gesehen, wunderbar. Kommt halt, wenn man den Film mehrfach am Tag sieht. Und dann geht's los, dass Freddy versucht wieder durchzubrechen und Schneider wird jetzt von Freddy bestialisch irgendwie dahingemetzelt. Ist eine ziemliche schwulen SM-Szene mit so Andreas-Kreuz-Pose und erstmal zunächst warmgepeitschten Schlägen auf den nackten Hintern. Fantastisch, kenne ich noch aus BDSM-Szenen. Ja, wer hat sich da nicht von uns rumgetrieben? Und dann wird Jesse natürlich von der Polizei nach Hause gebracht. Die Familie ist natürlich halbwegs in Aufruhr. Der Vater, welche Drogen nimmst du? Jesse, keine. Ja gut, Thema durch. Ja doch nicht. Es geht so ein bisschen hin und her. Es gipfelt darin, dass Jesse dann mit Lisa, die sich jetzt auch Sorgen macht, weil er ja zunehmend durchdreht und versucht auch irgendwie wach zu bleiben und dergleichen. Sie möchte ihm auch zu verstehen geben, wie sehr sie ihn mag und er sie wohl irgendwie auch. Aber gleichzeitig ist er ja auch paranoid. Sie finden dann auch das Tagebuch von Nancy und dann wird es mit dem Krüger langsam ein bisschen klarer, wobei jetzt halt Lisa sich an weder noch erinnern kann und das Ganze daran gipfelt, dass dann halt beim Rummachen auf einer Party, wo Lisa dann halt Jesse eingeladen hat, Freddy wieder mit einer riesigen grauen Zunge, ich verstehe grau übrigens in dem Zusammenhang nicht, hier, während er an ihr rumküsst und macht, dann halt irgendwie da das Ding rauskommt und er erschreckt natürlich total, kann ich total verstehen. Hier könnte der Film auch abdriften, dass er sich denkt, hey geil, und man könnte ja tätig werden, machen wir doch mal das Angebot. Ich weiß, ich zitiere hier tatsächlich sogar einen anderen Rezensenten auf YouTube. An der Stelle herzliche Grüße an Fancy Reviews. Er hat dazu ja auch entsprechend an genau dieser Stelle dieses Films exakt einen ähnlichen Kommentar abgegeben. Aber davon bin ich jetzt nur wenig beeinflusst. Es ist halt wirklich einfach so, dass ich mich halt frage, warum die Szene? Aber ich bin immer noch nicht bei der Wertung, nur bei dem Erzählen, was passiert im Film. Natürlich entschwindet Jesse völlig verstört, kommt als nächstes sofort zu seinem Freund. Wie kommt der nachts zu seinem besten Freund? Ist egal. Und natürlich wieder Hemd offen, blanke, verschwitzt, nasse Brust und er möchte jetzt bei seinem besten Freund übernachten, weil ist so. Den bringt er dann natürlich aus Versehen irgendwie auch um, weil Freddy kommt wieder aus ihm raus. Und dann flüchtet er und das ist dann der zweite und übrigens auch letzte Tote der ganzen Verfilmung hier. Das heißt, wir haben in Freddy 2 ganze 2 Kills. Ist mein Ernst. 2 Menschen sterben in dem gesamten Film. Der Trainer Schneider und Ron Grady, der beste Freund von Jesse. Denn Lisa hat jetzt ja langsam verstanden, worum es geht. Mittlerweile ist aber Jesse wieder irgendwie bei Lisa völlig blutverschmiert angekommen. Die Party, die sie da irgendwie gibt oder bei den Freunden, bei denen sie ist, die ist immer noch im Gange. Freddy kommt natürlich wieder asozial raus, wirft ein paar Leute auf der Party rum, nachdem er halt irgendwelche Würstchen knacken lässt und Biere irgendwie zum Platzen bringt und das sprudelt alles raus. Dann kommt Vater mit dem Gewehr, hilft aber nicht richtig, jedenfalls keiner stirbt und ein Teenager fängt noch an, irgendwie Freddy so ein bisschen psychologisch irgendwie abzuholen mit, hey, was willst du denn und so, und wir kriegen das hin. Freddy, der halt einfach nur ein bisschen lahmgearsche hier rumkuhlt und Robert Englund hier in stylischer Pose irgendwie da steht und dann halt und so macht, ist von der Darbietung schön anzusehen. Finde ich tatsächlich gruselig. Allerdings, ich frage mich immer noch, was diese Szene generell soll, dazu aber später mehr.
Den Satz hört ihr jetzt laufend, während ich nur erzähle, was da passiert in diesem Film. Ergebnis des Ganzen, Freddy ist weg. Lisa verstört, Jesse wieder mal am Rumschreien. Und jetzt kommen wir dazu, dass sich das Ganze endlich mal dem Ende neigt. Lisa möchte nämlich jetzt irgendwie Freddy rauskriegen aus Jesse und erklärt ihm, dass sie ihn liebt. Geht dann halt irgendwie auch nicht schlafend, wichtig, an einen Ort, der wie eine Fabrik aussieht. In dieser Fabrik trifft sie dann den Freddy und so ein paar andere Traumviecher, wie zum Beispiel eine Katze mit einem asozialen Gebiss, die eine Maus verschlingt. Dann kommt der Freddy, sie erklärt, ich liebe dich, Jesse, ja, ich dich auch. Nee, ich bin aber nicht mehr da. Es folgt so ein bisschen hin und her zwischen Freddy-Freddy-Stimme, Jesse in Freddy-Stimme und dann brennt alles, alles ist Kacke für Freddy und aus der Asche kommt der Jesse, alle lieben sich, fertig, Film aus. Endet dann allerdings damit, dass es wie in der Anfangsszene, übrigens sieht ein bisschen aus, wie als ob gleich der DeLorean aus Zurück in die Zukunft irgendwie da vorbeirollt und dann halt irgendwie dreht, um dann halt irgendwie abzuheben und wegzufliegen. Wirklich die Einstellung und die Straße sehen nahezu identisch aus für mich. Naja, es geht dann halt wieder so, dass Jesse da so, ja, Moment mal, aber was ist denn hier los und dergleichen? Der Bus fährt doch viel zu schnell. Es ist ein anderer Busfahrer, nicht Robert Englund. Und nein, nur er scheint das wahrzunehmen. Und dann geht's trotzdem wieder in die Prärie. Und vom Rücksitz kommt dann halt aus einer Schülerin, die halt eine Freundin von Lisa ist, halt irgendwie Freddys Hand aus dem Brustkorb geschossen. Und wir wissen, es ist irgendwie nicht vorbei. Das war dann der Film. Und jetzt unterhalten wir uns mal über verschiedene Dinge. Wir beginnen mal mit dem Kostüm von Freddy. Hier hat er zum ersten Mal die geringelten Ärmel, die er im vorigen Film nicht hat. Das ist nicht der Hut im zweiten, denn der Fedora ist ein weicher Filzhut, übrigens, um das mal einzusortieren, eine ähnliche Art Hut hat ja auch Indiana Jones getragen. Allerdings ist der Hut diesmal von Freddy eher so oval, tellerrund und hat eine ganz andere Einbuchtung. Ist nur interessant für diejenigen, die das Kostüm technisch betrachten wollen. Aber im Gegensatz zum ersten Film ist er hier wirklich komplett zerrissen, kaputt, überall. Nicht ganz so organisch, also es wirkt auch da ein bisschen künstlich, hier am Hut auch alles irgendwie zerfetzt und offen. Der Handschuh wirkt hier noch, wenn er ihn trägt, er hat ihn nicht den ganzen Film über. Ein bisschen dunkler und abgetragener als die Version aus dem ersten Film. Die Maske von Freddy, ja, die habt ihr vorhin übrigens schon gesehen. Das war die Freddy 2 Maske. Hier hat der Maskenbildner nämlich extra darauf hingearbeitet, Freddy hatte jetzt ja nicht nur einfach mehr Budget in der Maske, sondern man wollte ja auch einen eigenen, ja, Look kreieren. Ich habe überlegt, kann man das Deutsch sagen? Ja, komm, nehmen wir Look. Und das führte dann dazu, dass die Überlegung war, machen wir doch einfach sowas draus wie diese alten, märchengestalteten Hexen. Ihr wisst ja, diese, die da meistens so grüngesichtig sind, mit dieser langen Hakennase und diesem Kinn. Ja, genau so sollte Freddy aussehen. Und schaut euch mal bitte genau nochmal Freddy an. Wenn man ihn in einer Ganzgesichteinstellung sieht, dann wirkt er tatsächlich so. Man hat ihm auch hier andere Kontaktlinsen gegeben, hat ja ziemlich rote Augen hier mittlerweile. Und immer noch eine schwarze Buntfaltenhose. Wir sehen aber die Arbeiterschuhe, die braunen, die er so trägt. Diesmal nicht ganz so gut, außer in der Partyszene, Sprung durchs Fenster. Das einfach mal zum Kostüm. Habe ich nichts dran auszusetzen, finde ich schön. Die praktischen Effekte, das wäre dann die Überleitung vom Kostüm zum Handeln, was ich so sehe. Boah, es gibt einen richtig guten Effekt am Ende, wenn Freddy schmilzt und hier wirklich das ganze Gesicht so aufgeht. Also besser. Besser als Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Und das ist erst noch 4 Jahre später. Denk mal drüber nach. Also wirklich krass gearbeitet. Das ganze Budget ist hier reingeflossen. Es gab keine schlechten Computereffekte, weil wir 1985 haben. Und deswegen finde ich das wirklich schon richtig gut gemacht. Vor allem, wenn Freddy aus Jesse rausbricht und dann er den Handschuh gar nicht hat, sondern Freddys Klingen an der Hand von Jesse sind und wie die dann auch rauskommen. Das hat sowas wie in Werwolf-Filmen in den 80er, 90ern. Ja, wenn dann halt der Werwolf sich so verwandelt und dann halt auch da diese Krallen dann aus den Fingern werden. Das ist richtig, richtig gut gemacht. Vor allem muss man sagen, warum hat man hier eigentlich einen männlichen Hauptdarsteller genommen und keine Frau? Also ich meine, war das einfach wegen den Geschlechtern, dass Freddy aus einem Mann und nicht aus einer Frau? Hat man das komisch gefunden? Das einfach schon mal im Hinterkopf behalten. Wir sprechen gleich darüber. Jedenfalls, die Musik ist hier vom Thema und allem nicht so
wie im ersten sehr, sehr markant. Was interessant ist, gerade wenn man die DVD-Version sich anschaut, dann gibt es so ein Thema, das wirkt wirklich verstörend und traumartig, aber nach unruhigem Traum. Nicht direkt Albtraum, aber und zwar sind da Walgesänge einfach eingearbeitet worden. Und diese Walgeräusche wirken mit der untermalten Musik wirklich eher bizarr bis hin zu bedrückend und zwar verträumt, aber nicht direkt nach einem guten Traum, irgendwo zwischen Albtraum und einfach unangenehmem Teil eines Traums. Und das passt zwar ganz gut und ist zwar ganz ikonisch, wird aber sehr selten bis hin zu gar nicht groß im Film selber eingesetzt und der Soundtrack selber untermalt hier gar nicht. Der liefert nicht ab. Wirklich nicht. Ich verstehe nicht, warum man halt einen so schwachen Soundtrack hat, was da das Problem war. Kann ich also nicht sagen, dass mir das wirklich gefallen hat. Gut, das Freddy-Kostüm habe ich schon gesagt. Das Schauspiel. Die sowohl deutsche Synchro als auch die Originaltonspur sind, was die Sprecher angeht, also die Schauspieler jeweils, sehr nah dran. Das ist bei Freddy vor allem nicht immer so. Es wechselt ja pro Film nahezu immer der Synchronsprecher, denn so viel gibt es ja da gar nicht, was der jetzt halt irgendwie da sprechen müsste. Man hat es da jetzt nicht so gesagt, irgendwie hier Robert Englund, voll die Ikone, brauchen wir dieselbe Stimme. Mich hat in der deutschen Fassung natürlich gestört, dass der Vater der Familie von Homer Simpson gesprochen wird und das bringt mich immer ein bisschen raus. Die jüngere Schwester, die Jesse hat, die wird, das klingt ein bisschen nach einer Mischung aus Lisa und einem anderen Kind, ich bin mir da aber nicht ganz sicher. In Kombination mit dem Vater Homer ist das natürlich ein bisschen verstörend, aber nur wer dafür ein Ohr hat. Wahrscheinlich hört ihr das jetzt sowieso alle auch, wenn ihr das jetzt wieder seht, haha, aber grundsätzlich hat mir das in Englisch dann besser gefallen. Leider ist es nicht so, dass ich halt gerade dem Vater oder eben auch der Mutter wirklich glaube, was sie da für Zeilen aufsagen. Das wirkt nämlich manchmal so. Dazu komme ich aber gleich. Sie können auch nicht mehr machen als das, was sie halt gegeben bekommen. Das heißt, viel ist gar nicht mal Schuld der Schauspieler, sondern mehr, wie das Skript geschrieben worden ist und was die dann im Drehbuch für Dialoge wirklich da raushauen müssen. Naja, das ist dann das nächste Thema. Jedenfalls, es ist nicht unterirdisch, es ist dem, finde ich, jetzt halt einfach budgetmäßig auch angepasst gewesen. Es war der zweite Film, man wollte hier was wirklich starten, was mit dem ersten halt geklappt hat. Und das wird es irgendwie festigen als Reihe und dann kann man ja darauf aufbauen. Das heißt, unterirdisch wie Samurai Cop Schauspiel ist es nicht, aber auch jetzt nicht irgendwie so Herr der Ringe irgendwie mäßig oder Shakespeare, Mel Gibson Hamlet inszeniert, wie es jetzt an anderer Stelle vielleicht irgendwie der Fall wäre. Mark Patton jedenfalls schreit sich, und das wird nicht synchronisiert, wir hören immer die Originalstimme, die Seele aus dem Leib. Er ist der Schreikönig. Ohne Witz. Er kommt höher als Jamie Lee Curtis oder die ganzen Freitagmädchen, die da so irgendwie geschrien haben, zusammen. Der spielt im Oktavenspiel fast bei Freddie Mercury. Ja, vom Schauspiel dann halt mal weg zur Handlung. Ich finde es persönlich sehr gut, dass hier eine andere Richtung eingeschlagen wurde. Die Fortsetzung hat ja normalerweise, wenn sie gut ist, die Aufgabe, die Welt ein wenig auszubauen der bisher etablierten Figuren. Dass wir jetzt völlig neue Figuren haben, finde ich natürlich auch dem Ganzen angebracht. Es geht ja darum, dass wir einen etabliert im ersten Film Kindermörder haben, der jetzt in den Träumen sich an den auch Eltern von Springwood rächt, indem er deren Kinder weiter tötet. Jetzt ist er natürlich geschwächt gewesen, also finde ich auch, da muss man nicht näher erklären. Ich glaube nicht an dich, war ja das Ende vom ersten Film. Und dass er jetzt wieder versuchen muss, dass an ihn geglaubt wird durch andere Teenies. Ja, erstmal legitim. Warum will er aber durchbrechen in die Realität? Habe ich nicht ganz verstanden. Das wird auch nicht thematisiert in irgendeiner Form. Das heißt ja eigentlich auch nur, ich zitiere hier tatsächlich Krüger selber, töte für mich. Jesse, töte für mich. Und ja, sehr viel mehr Begründung erhalten wir eigentlich auch nie und damit sollen wir uns dann zufrieden geben. Was ich auch als Zuschauer eines Horrorfilms in dieser Kategorie auch durchaus tue. Nur, wenn ich den Film öfter als einmal sehe, fange ich an, mich zu fragen, wieso? Ich habe ja auch gesagt, dass wir hier zwei Tote haben. Einer ist der Trainer Schneider. Das ist doch ein Erwachsener. Warum bringt denn Freddy plötzlich Erwachsene um?
Und Grady, der hätte gepasst an sich so in das Schema von Freddy. Bestrafen der Erwachsenen, bestrafen der Eltern, nur die Kinder. Die Eltern kennen ihn nicht oder glauben nicht an ihn. Wir haben jetzt auch mittlerweile ja dann wohl Eltern, wenn das 5 Jahre her ist von den Ereignissen des ersten. Und die neu etablierten Eltern, die Zugezogenen von Jesse, können sowieso gar nichts damit zu tun haben. Aber die Eltern von Grady scheinbar, genauso wie die von Lisa, die jetzt auch nicht großartig alle weiter auftauchen, die Eltern, die gehören ja nicht zu diesem Lynchmob. Also dass die dann auch von Krüger vielleicht selber gar nichts wissen. Mal dahingestellt, also namentlich vielleicht, aber es wird in diesem Film überhaupt nicht thematisiert. Das heißt, hier wird sehr viel fallen gelassen von dem, was im ersten aufkam. Die Grundidee wird hier also in eine ganz andere Richtung getrieben. Abgesehen davon wird nicht weiterentwickelt, was mit Freddy ist. Es ist einfach nur anders. Anders bedeutet aber nicht unbedingt schlecht. Das möchte ich an der Stelle auch mal sagen. Und mir hat der Film, ich habe ihn wirklich häufig gesehen, jahrelang einfach so zum Gucken Freude gemacht, und ich fand ihn eine der besseren Fortsetzungen, vor allem einen der besten der Reihe, mit einem Grund. Er ist wirklich anders und gibt mir einen bedrohlichen Freddy. Jetzt kommen wir mal dazu, dass mir das ohne Witz, ich habe den ja bestimmt über 3-stellig gesehen, also wenn 100 Mal reicht, ja. Mir ist nie aufgefallen, dass in dem ganzen Film nur 2 Leute sterben. Wirklich, das habe ich nicht bemerkt. Bis heute, jetzt, kurz bevor ich die Kamera hier angeschaltet habe. Als nächstes habe ich mich dann gefragt, eben, ja Moment mal, wieso, denn das mit Schneider habe ich euch schon aufgezählt. Und wenn ich jetzt mal dabei bin, ja wie, der Film hat einen schwulen Untertext. Soll ich euch mal verraten, dass ich selbst als erwachsener Mensch, der den jetzt wirklich, seitdem er irgendwie Teenager ist, in seinen 20ern, 30ern und jetzt anfangs 40ern gesehen hat, und dass mir das nur... Dass der Trainer Schneider schwul war, dass das das Einzige gewesen ist. Alles andere habe ich nicht als schwul bemerkt. Du kriegst ja auch tatsächlich nicht mit, dass der Schauspieler halt tatsächlich irgendwie real schwul ist. Das erinnert mich leider an die heutige Studiopolitik, wo ja halt nur noch Schwule spielen dürfen, nur noch lesbische Frauen, also oder nur noch Lesben spielen dürfen, nur noch Schwarze dürfen Schwarze synchronisieren, wenn es Zeichentrickfiguren sind. Also... das schränkt ja den Schauspieler völlig in seiner Kunst ein. Also ein Film wie Brokeback Mountain wäre ja da gar nicht möglich. Und jetzt finde ich das sehr komisch. Warum spielt denn ein Schwuler dann einen, jetzt könnte man sagen, ist denn der Jesse überhaupt in seiner Orientierung schon klar? Weiß der, ob der auf Männer oder auf Frauen, also Jungs, Mädchen? Also wenn heute ein Nightmare rausgebracht würde, ich bin mir sehr sicher, es würde die LGBTQIA, ABC, DEFG, plus, minus, hyphen, slash, unterstrich Community, die sich ja nur noch irgendwie völlig irgendwie überdreht hat und entfernt von ihren Grundwerten. Man könnte den Film ja gar nicht mehr machen, außer dass eine im Rollstuhl sitzender, schwarzer Transgender-Jude irgendwie hier versucht zu ergründen, ob er nicht doch Hormonblocker nehmen möchte, um die Pubertät zu pausieren, weil er sich noch nicht drüber im Klaren ist, ob er vielleicht doch umoperiert werden möchte in ein Alien oder weiß ich nicht was. Also das Ganze ist ja damals eine riesige Sache gewesen an sich. Man konnte nämlich immer sagen, nein, das haben wir gar nicht. Nein, nein, das ist so nicht. Übrigens hat man den Schauspieler Mark Patton hier sehr lange im Regen stehen lassen. Ja, tatsächlich. Ich bin an der Stelle von New Line Cinema sehr enttäuscht. Denn es hat immer geheißen, nein, nein, der Film ist nicht schwul, von Studioseite aus. Und nachher hat man sogar dann Patton, der hat alles abbekommen, vorgeworfen, er hätte das zu schwul gespielt. Übrigens ist mir das nie aufgefallen. Es gibt nur diese Aufräumszene, wo er dann vielleicht, und das kann man sagen, ja, bei einem Moment sage ich, gut, das gebe ich, das könnte aber auch Regieanweisung gewesen sein. Räum dein Zimmer auf und dann, dass er da halt mit dem Hintern so nach hinten tanzend die Schublade irgendwie zu, dass er sich da gewissermaßen homoerotisch anbietet an einen etwaigen Schubladenlover oder was. Also Leute, es ist auch irgendwann mal so, dass Sigmund Freud sogar gesagt hat, manchmal ist eine Zigarre nur eine Zigarre. Ich habe in dieser Szene wirklich jetzt jahrzehntelang viele, viele Male den Film gesehen und habe darin einfach nur einen Jungen, der aufräumt, gesehen. Und dann, dass er sich dann erst als Mikro so einen Tennisschläger schnappt und den sich dann auch irgendwie in den Schritt hält und dann dem auch so rumhantiert. Was hat das bitte mit homosexuell zu tun? Das kann auch einfach nur ein Pubertärer sein, der an sich rumfingert. Da kann man, also ich als Hetero hätte das natürlich nie getan. Ich kenne keine Jungs, die sich selber mit der Hand in den Schritt oder dran rum und dabei an irgendwen denken und gucken, dass was rauskommt oder so. Nein, natürlich nicht. Das würde ja niemand machen. Also ich verstehe nicht, wie das
diese zwei Aktionen als hier schwuler Untertitel. Genauso wie die Schlägerei, die dann zwischen Grady und Jesse stattfindet, irgendwie im Film. Da zieht Grady ihm die Hose runter und man sieht den nackten Hintern. Wird auch kurz von den Mädchen kommentiert. Ist das jetzt schon wirklich ein Unterton? Ist das ein Subtext, den wir hier inseriert bekommen? Für sich genommen sind das alles Dinge, die, muss man sagen, übersehen werden können. Wenn man sie aber alle aneinander reiht und häuft, natürlich, wenn ich jetzt halt überall nur solche Sachen sehen will, sehe ich sie. Aber man muss ja auch überlegen, im Film wird nichts zufällig gemacht. Nichts steht zufällig irgendwo großartig im Skript. Das heißt, die Inszenierung, die hier vorgegeben wurde, ist absichtlich schwul. Mittlerweile hat das Studio auch seit einigen Jahren zugegeben, dass sie das explizit 1985 als Unterstützung zur homoerotischen Szene, also sprich zur schwulen Szene machen wollten, explizit zur schwulen Szene. Von Frauen war da keine Rede, von Lesben oder so. Nein, nein. Ist ja, da müsste man ja einen anderen Film machen, wo dann die Frauen und so, ne? Versteht ihr? Man muss sich den Zeitgeist der 80er Jahre jetzt hier gerade nochmal verallgegenwärtigen. Wir haben im Gegensatz zu den 70er Jahren AIDS, das aufkam. Und es galt als Schwulenkrankheit. Es war vor allem Mitte der 80er Jahre noch so, dass das Schwule an sich sehr stigmatisiert und wirklich auch hier, auch in Deutschland, in dem Sinne, wenn auch nicht gesetzlich, aber schon richtig verfolgt und benachteiligt worden sind. Dinge, die man sich jetzt im Jahr 2022 weniger vorstellen kann, wo ja sogar der Rewe ständig die Regenbogenfahne draußen hat, dass ich immer das Kotzen kriege, weil ich mir denke, wie heißt das? Virtue Signaling? Kann man das auch mal, vielleicht, kann man nicht einfach mal normal sein? Also alle Schwule, die ich kenne, und glaubt's mir, ich habe 10 Jahre in Mannheim gelebt, die nervt das. Die nervt das einfach. Ja? Die möchten einfach nur gleich und nicht dieses Extreme. Und ja, wir sind alle, und der Schwulenmonat, soll sich Freddy jetzt auch einen Regenbogenpulli oder sowas anziehen? Also irgendwo driftet's ja halt ab. Warum habe ich jetzt irgendwie explizit mit diesen Sätzen mal irgendwie ausufern lassen? Einfach, weil mir diese ganzen Sachen, die damals in dem Film untergebracht waren, tatsächlich nicht auffielen. Vielleicht ist es aber bei euch so. Ich zähle noch ein paar auf. Jesse wacht übrigens immer schweißgebadet auf. Es ist natürlich heiß. Ich schlafe übrigens dann, wenn es heiß ist, ja auch nur vielleicht in Unterhose oder nackt, ne? Aber es ist auffällig, dass er immer, immer den nassen Oberkörper präsentiert. Sei es jetzt, dass es regnet, sei es jetzt, dass er gerade schlecht geträumt hat und aufwacht. Immer ist er irgendwie völlig nass und oberkörperfrei. Und einmal steht so eine Art grün geschmolzener Dildo, der aussieht, als ob da was rausgekommen wäre, sprich Ejakulat, irgendwie, was da so dann runter, aber alles grün. Ja? Also, was das mal gewesen ist, es sieht wirklich wie ein geschmolzener Dildo aus, der dann auch erschlafft. Das könnte man jetzt sagen, irgendwie natürlich, wenn da Ejakulat rauskam, dann ist es natürlich so, dass der auch den Höhepunkt schon hatte und hier feuchter Traum und passt ja auch zum nassen Jesse. Ja, der kann man sich langsam auch dieser ganzen Indizien gar nicht mehr erwehren. In der Szene übrigens, als der Vater Jesse vorwirft, er hätte den Vogel mit Nitroglycerin vollgepumpt, damit er jetzt explodiert und hätte das inszeniert, müsst ihr mal drauf achten, im Hintergrund haben die ja so komischen Nippes an der Wand hängen. Ihr kennt das ja von vielleicht auch euren Eltern, die älteren Zuschauer unter euch. Ihr werdet wissen, was ich meine. Wenn man da so komische Teller oder irgendwelche Kupferstiche oder so Kupfersachen an der Wand hängen hat, vornehmlich wirklich in der Küche. Eins davon im Hintergrund, das sieht man gar nicht so richtig scharf, selbst auf der DVD-Version, das hat wirklich so phallische Auswüchse. Also es sieht wirklich aus wie ein Sack mit einem Ständer dran. Okay. Ist das jetzt hier eine Hommage an den Gott Priapos oder wie habe ich das zu deuten? Also, ja, ist jedenfalls da. Wenn wir jetzt noch den schwulen Trainer nehmen, dann halt den nackten Hintern, dann die mehrfach oben ohne Jesse Nass-Szenen. Jesse, der dann halt beim Rummachen mit Lisa hier plötzlich abbricht, weil Freddy kommt raus und sofort zu seinem einzigen anderen Freund geht und wie auch immer er da nachts, wie gesagt, reinkam, den aufweckt und dann lieber bei ihm pennen möchte, der natürlich auch oben ohne der liebe Grady, ne, im Bett liegt, ja, dann kann man sich dieser ganzen Zufälle gar nicht mehr so erwehren. Also ja, ich fand sehr gute Untertöne an der Stelle. Tatsächlich stört mich das nicht. Ich finde auch einfach erzählerisch, es ist völlig unerheblich. Eine Sache stört mich allerdings an dieser ganzen Geschichte mit diesem überschwulisierten Film, nämlich Grady sagt
während sie beiden halt so Planken machen müssen. Ihr wisst ja, auf dem Boden hier Planks, damals noch als Übung sehr unbekannt. Ja, wer das länger als eine Minute kann, der hat ein bisschen trainiert. Da sagt Grady nämlich hier, Schneider ist ja eben schwul und dafür bekannt, dass er eben abends auch in den entsprechenden Etablissements verkehrt. Ja gut, und was mache ich, wenn ich schlecht geträumt habe? Ich laufe nachts barfuß durch den Regen, habe das Hemd offen, dass man meinen Oberkörper und Bauch sieht und ich gehe in genau wahrscheinlich Springwoods einzige schwulen Bar und treffe natürlich da den Trainer. Mit welchem Hintergrund ist der bitte da überhaupt reingegangen? Das finde ich sehr komisch und schlecht geschrieben, ehrlich. Das tut nämlich für den Film gerade mal gar nichts, außer es passiert, weil es passieren muss, damit wir jetzt auf Schneider treffen, den wir dann irgendwie fertig machen können. Schneider, der dann halt in die Dusche gefreddied wird und da dann halt so ausgepeitscht, während er in Andreaskreuz-Pose irgendwie gebdsmt wird von Freddy, bevor er den aufschlitzt mit irgendwie den Duschmessern, die er sich da bastelt. Übrigens, das Ganze findet nicht im Traum statt. Genauso wie das Schneider am Anfang, ja, wie ich schon gesagt hatte, als er da halt in diesem Verschlag der Turnhalle versucht, Sachen aufzuräumen, während er darauf wartet, dass der fertig geduscht hat, der tolle Jesse. Übrigens ein toller Trainer, der einen, während man mit Straßenkleidung Sport macht und die natürlich durchnässt und die danach nochmal anziehen soll nach dem Duschen. Also was für ein Scheißdreck. Und was nimmt er sich eigentlich raus? Der kann doch nicht einfach über den dann verfügen und ihn jetzt noch mit. Das ist ja, wenn er da nicht mit will, auch übrigens mal Freiheitsbau. Also versteht ihr, was das für Gedanken auslöst? Also wie wirr dann diese Handlung erscheint? Ich weiß nicht, ob das 85 irgendwie auch den Leuten so klar war. Ja, Obrigkeit, da muss man auf den Trainer hören. Wenn dir nachts um 12 dein Lehrer begegnet und der sagt, du machst jetzt hier 50 Liegestütze, musst du das leider tun, weil ist ja dein Lehrer. Auch wenn die Schule aus ist, auch wenn du da jetzt überhaupt gar nichts machen müsstest, was will der denn tun? Also versteht ihr? Naja, das hat mich schon immer gestört. Freddy, der hier in Jesse wohnt und dann aus ihm rausbricht und nachher Jesse, der aus Freddy rausbricht. Das kann man natürlich als Metakommentar verstehen, als wirkliches Coming Out, wie es ja auch in Deutsch immer mittlerweile als Fachbegriff gehandhabt wird, wenn jemand halt irgendwie seine Sexualität entdeckt hat und das die andere ist als vielleicht biologisch angenommen. Und das ist ja auf der Ebene wirklich auch nicht von der Hand zu weisen, wenn man das mit allem anderen aneinander reiht. Also ein sehr schöner Metakommentar. Kommen wir zu einem weiteren, wenn wir schon mal dabei sind, dass Jesse hier so indifferent, aber gleichzeitig paranoid und alles, man weiß gar nicht, was spielt Mark Patton da. Entweder ist es sehr brillant oder sehr distanziert von der Rolle. Denn er macht gleichermaßen halb lustlos mit Lisa rum, wie er es aber dann doch machen möchte. Das heißt, ich bin mir hier gar nicht sicher, ob wir hier nicht auch eine wirklich brillante Darstellung haben, auch eine Art Metakommentar zur sexuellen Findung. Stehe ich jetzt auf Jungs? Stehe ich jetzt auf Mädchen? Kann man tatsächlich nochmal von dieser Coming-out-Geschichte mit dem Freddy unterteilen. Finde ich gar nicht mal schlecht dargestellt. Ja, und wenn wir uns das dann halt so angeguckt haben, ist dieser Film tatsächlich ziemlich schwul. Und wenn jetzt das Studio das auch so direkt zugegeben hätte, auch den Schauspieler in Schutz genommen hätte, wäre das eine fantastische Sache. So finde ich das halt. Ein bisschen hinterrücks. Ja, wir wollen irgendwie speziell an diese Szene ran, wir wollen die irgendwie schon unterstützen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich denen das so glaube, wie sie das da sagen. Jedenfalls unterm Strich, was bleibt übrig? Jetzt kommen wir mal dazu, wie ich den Film einordne. Ich finde, es ist an sich gleichzeitig eine gute Fortsetzung, wie aber auch eine schlechte. Ich erfahre hier leider über Freddys Kräfte nur wieder sehr viel mehr konfuse Sachen, als ich im Vorgänger etabliert bekommen habe. Das heißt, Freddy wirkt hier wieder in der Realität und er wirkt im Traum. Er versucht hier, was ich sehr gut finde, über eine Person sich wieder zu etablieren. Übrigens, das ist ein ähnlicher Handlungsstrang, wie wir es ja bei Freddy vs. Jason bekommen haben. Die Leute müssen sterben, damit man wieder an Freddy glaubt, weil man dann denkt, Freddy war es, obwohl das nicht war. Hier ist es aber so, Freddy will einfach selber wieder ins Bewusstsein kommen, aber jetzt in die Realität. Und das bringt mich da ziemlich raus. Freddy rächt sich hier an ganzen zwei Leuten, bevor er dann mit durch die Liebe bezwungen wird. Übrigens da müssen wir dann sagen, wenn die beiden sich sagen, sie lieben sich, hat das es hat nicht ganz so die Disney-Züge, aber irgendwie wirkt es gleichzeitig ein bisschen daneben. Also ich hätte nur darauf gewartet, dass noch kleine Zeichentrickvögel irgendwie so drumherum zwitschern, während die beiden dann sich in den Armen liegen am Ende. Und damit müsste dann auch geklärt sein, dass er Jesse zumindest irgendwie doch mindestens bi, wenn nicht hetero ist. Aber gut, ja. Und zu der Einordnung da
muss ich jetzt dann weiter anknüpfen, hat mir der Film gar nicht so viel gegeben über Hintergrund zu Freddy, brauche ich aber auch nicht viel mehr wissen. Es war eine neue, interessante Richtung, die hier eingeschlagen worden ist, mir aber als Geschichte gefällt, aber dafür ist mir dann wieder zu wenig passiert. Also ich kann mir den anschauen und denke aber die Hälfte der Zeit nicht, dass ich hier einen Horrorfilm oder Slasher anschaue. Wenn aber dann tatsächlich mal Freddy irgendwie was tut, also dieser Psycho-Effekt, dass Freddy Jesse so terrorisiert, dass das hier fokussiert wird auf eine Person, nämlich speziellen, ja, mit auch den sehr guten Effekten, das hat wieder was, was mich an dem Film wirklich anspricht. Und dann die legendäre Szene Freddy auf dieser Gartenparty. Und da frage ich mich, warum, das sind doch Teenager, das sind doch jetzt alle seine Kinder, warum bringt er die da nicht um? Und warum ist er in der Realität, die sind ja alle nicht im Traum. Da ist dann Freddy plötzlich da, er springt durchs Fenster, ist dann nicht da, dann platzen da so ein paar Sachen. Also das heißt, wir sehen Freddy wirken, als ob er in einem Traum wäre, aber die schlafen ja alle nicht. Und das verwirrt mich dann wieder. Wir haben hier wieder ein ganz großes Kuddelmuddel durcheinander mit was kann Freddy, wo kann Freddy, was kann Freddy? Ist er jetzt eigentlich noch ein Traummörder oder kann er jetzt auch in der Realität, weil der Jesse an ihn glaubt und der hat ihn jetzt hierher geholt? Dass natürlich in diesem Film dann nicht wieder dieselbe Idee gebracht wird wie im ersten, mit wir müssen ihn in der Realität holen, damit er dann hier sterben kann oder verhaftet oder was auch immer, finde ich sehr gut. Deswegen hat mir das wieder gefallen. Also eine Aneinanderreihung von Szenen, die gut waren, eine Handlung, die mit grotesken Szenen in der Realität kam, Beispiel explosiver Vogel, wo dann der Vater auch wieder direkt dazu übergeht, seinen Sohn zu verdächtigen, er habe das inszeniert. Der Vater, der dann halt auch unterstellt, dass der Jesse Drogen nimmt, aber das wird nie thematisiert. Also wir haben hier eine sehr lasche und ambivalente Art der Eltern zum Kind. Allerdings, wie üblich für die Nightmare-Reihe, die Erwachsenen glauben dem Kind nicht. Ja, das zieht sich durch, wird aber hier, finde ich, am schwächsten dargestellt. Und trotzdem finde ich es nicht den schlechtesten Nightmare-Film, ehrlich nicht. Freddy ist hier keine Witzfigur. Freddy klopft hier keine Einzeiler raus im Minutentakt oder so, bevor er irgendjemanden wegmacht. Er ist hier wirklich noch, wenn er da ist, dann eine bedrohliche Figur, die auch mit ihren Effekten unterstützt, hier richtig was reißt. Leider viel zu wenig für mich. Daher ein Film, den ich irgendwie ganz komisch in der Mitte ambivalent einschätze. Also auf der einen Seite habe ich gute Effekte und eine Handlung, die irgendwie sowas Springwood 90210 abbildet und dann aus Versehen sterben. Also es könnte wirklich ganz böse gesagt, könnte ich mir auch einfach eine Beverly Hills 90210 Folge anschauen, wo dann zufällig zwei Leute weggeschlitzt werden und dann ist wieder gut. Das zieht den Film für mich immer sehr enorm runter. Ich rede nicht davon, dass ich da irgendwie jetzt hier 18 Leichen oder so sehen will. Ja, 4 oder 5 wären natürlich auch interessant gewesen. Also bisschen erhöhen, bisschen mehr Freddy. Denn es ist unlogisch, dass Freddy hier so viele Leute verschont, wo sie doch gerade ihm alle nahezu ausgeliefert sind. Und er sich damit begnügt, einfach nur ultimativ cool weg zu Robert Englunden. Ja, also das finde ich etwas schade. Vor allem, weil es auch noch so gut aussieht. Also ich weiß gar nicht, was ich da irgendwie als Vergleichsbild irgendwie heranziehen kann. Ich glaube, ich muss das einfach mal so stehen lassen. Ja, und deswegen ordne ich den zweiten Nightmare als keinen schlechten, aber auch keinen wirklich guten Teil ein. Er macht nämlich das, was er gut macht, nicht gut genug. Das, was er schlecht macht, macht er aber auch nicht unglaublich schlecht. Dass halt irgendwo so ein Mittel übrig bleibt. Finde ich also keinen schlechten Film, aber eine gut schlechte Fortsetzung. Und das ist das Ehrlichste, was ich zu Nightmare 2 sagen kann. So. Ihr Lieben, ich bin der Marc von Marcos Welt. Ihr könnt mir jetzt in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze seht. Und dann sehen wir uns vielleicht beim, jetzt wird es schwierig, dritten Nightmare wieder, wenn wir uns über den unterhalten. Macht's gut. Wir sehen uns.